Ey, ich freue mich, wir machen heute wieder Ehrentalent. Wir küren Oh, heute ich freue wieder. mich Wir auch. küren heute wieder ein Talent. Ey, Nick, ich hoffe, die Stuntmänner sind dabei, die Bitte, bitte. Stuntjungs. Ich war impressed von dem Dude, der vom Bett auf seinen Boden mit so einer krassen Rolle. Alter, das war. Insane, der Typ war insane, war Vielleicht der. sehen wir heute, wie jemand aus dem Fenster in den. Wäre krass. Aus dem ersten Stock aber nur. Aus Aus dem dem Er Erdgeschoss. Aus dem Keller. Also, ich meine, der Typ hat ja angekündigt gehabt, dass er wiederkommt und diesmal sein Homie mitnimmt und die machen ein Duo-Auftritt. Oh, das kann sein, das kann sein. Boah, Hatte er gesagt gehabt. stell mal vor, irgendjemand kommt so in den Discord, der ist jetzt gerade, hat er extra abgeschätzt im Flugzeug und macht so einen Fallschirmsprung live. Wär saukrass. Digga. Für den Gewinner vom Ehrentalent gibt es wieder einen Huni für sein Hobby oder für ihr Hobby zu gewinnen. Also wenn ihr heute votet und für alle, die sich nicht trauen mitzumachen, ihr könnt trotzdem gerne auf dem Discord unter dem Hashtag Voting für den jeweiligen abstimmen oder für diejenige. Wer am Ende des Abends, wenn wir fertig sind, am meisten Votes hat, hat ihr Talent gewonnen. Alright? So läuft das ab. Genau das, was Nick gesagt hat. Exakt das. Perfekt. Also wir machen es wieder so. Wir werden abwechselnd jemanden auswählen. Und den ziehen wir dann bei uns rein. Ihr habt dann die Möglichkeit, entweder mit eurem Mikrofon oder mit eurer Kamera uns zu zeigen, was euer Talent ist. Das kann alles sein, ne? Wir judgen nicht, keine Angst, wir lachen euch nicht. Okay, manchmal schon, aber im Grunde genommen müsst ihr euch für nichts schämen. Okay? Es ist einfach nur eine goofy-ass Talent-Show und wir wollen einfach sehen, was ihr so drauf habt. Geil. Ich würde mal sagen, wir starten und ich ziehe jetzt erstmal die erste Person für den heutigen Abend rein. Mach das. Ich nehme den guten Martin. Hey Martin. Martin, hey, den Hey kenne ich doch. Martin. Den Ja. kennst du? Ja. Martin war Von beim letzten Format auch dabei und hat PowerPoint-Präsentation. Ist er weg? Martin? Martin ist weg. Martin hatte dann keinen Bock mehr. Martin. Martins Talent ist einfach schnell zu verschwinden. Also, ja, hi, ich bin Martin. Ich bin eher im Toni-Chat aktiv. Chat, ihr seht sehr gut aus heute. Und ich habe ein sehr besonderes Talent, was nicht viele Leute haben. Aber ich werde euch das heute hoffentlich präsentieren können. Ich folge Robin auf Twitter. Ich finde, das ist ein Talent. Und das auch auszuhalten, finde ich Talent genug, um Falsch Chat hier und auch Nick Glatsch weit und Toni. stark. Ey, ich folge Robin auch Nein. auf Twitter. Ich meine, es gibt auch ein paar schlimmere Sachen, irgendwie Crackspy oder Nee, Twitter zu ich auch nicht. folgen. Das ist halt noch härter. Mupf oder so, das ist halt ganz hart. Aber Robin ist auch heftig. Okay, ja, ey, clap. Dass du das so lange Ja, durchgehalten war hast, ein sehr krass. Dankeschön, Dankeschön. Gutes Sehr gut. erstes Talent. Ey, ich hoffe, ich habe hier ein bisschen den Weg geebnet für auch die anderen. Eventuell. Dann wünsche ich den anderen viel Glück mit ihren Talenten. Danke dir, Martin. Vielen, So, vielen Dank. danke dir, Martin. Gut, dann darfst du jetzt gerne einen auswählen. Anna sagt, sie kann reimen. Ich würde sie aber mal, würd sie auch mal reinholen. Anna. Hallo, Anna. Anna? Kann Anna auch reden, ist die Frage. Ich kann reden tatsächlich. Moin. Moin. Hi, na, wie geht's? Du kannst reimen? Ja, tatsächlich. Bist du ein Chef-Strobel-Zuschauer? Nee, ich bin Okay. Toni-Viewer. Okay, gut. Ja, also Machst ich du so entscheide. Freestyle oder geben wir dir Wörter oder wie ist der Plan? Ich habe da was vorbereitet. Okay. Also ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen, tatsächlich. Oh. Okay. Ja. Gut. Also, Toni, du hast hier einen Stehtisch. Die Frage ist, hast du einen Fetisch? Toni, du hast hier in Deutschland einen Hund, aber magst du auch seinen Mund? Mein Gott. Wenn es heiß ist, produziert man ja viel Schweiß. Und Toni sieht aus wie Carmen Geiss. Oh mein Gott. An Linus sage ich einen Gruß. Und Anna 2 hat einen tollen Fuß. Und Ja. an Milli, zeig mir deinen Willi. Und das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ey, ich finde es sehr gut, dass du das vorbereitet hast. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass du dir sehr viel Zeit
dass du sehr viel Zeit da reingesteckt hast. Doch, auf jeden Fall. Diese krassen drei Kettenreime da. Ja, ich fand auch Hund auf Mund fand ich heftig, voll, tatsächlich. Voll, voll. Das hat man noch nie gehört. Aber Fetisch auf Stehtisch ist actually, der ist gut. Ja. Ja, der war krass. Ja, heftig, Mann, heftig. Ja, heftig. Ich muss dazu sagen, ich habe das nicht alleine vorbereitet. Oh. Ja, na okay. Klar. Ich habe mich schon gewundert. Es war. Ich muss da kurz Danke an dumme Mango und Linus sagen, der hat mir geholfen, tatsächlich. Wow. Nur zu zweit habt ihr das gemacht? Krass. Ja, krass. Boah, heftig, okay. Ja. Ist heftig, also. Ich erwarte tatsächlich. Ja, ich habe mir schon gedacht, ob da vielleicht ein Ghostwriter hintersteht, weil das war ja schon ein heftiger Auftritt so. Gut, ey! Wir wünschen danke dir fürs viel Mitmachen. Viel Spaß noch in deiner Karriere als Rapperin. Ja, danke schön. Ja. Bis dann. Bis dann. Müsli, Müsli. Ciao. Müsli, Müsli. Hm. Nick, ich glaube, heute wird ein komplett Pro. Ey, das ist jetzt schon komplett am Arsch, wirklich. Ich glaube, heute wird komplett Psychose. Okay. Gut. Digga, da heißt einfach einer, bin in einem LOL-Game. Er ist halt gerade in LOL-Game. Nein, kann er gerade sich nicht entmuten, weil er gerade irgendwie krass da den Inhibitor gerade damage. Ey. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Warum? Was ist denn? Du bist ja in die Warteschlange gegangen. Du musst ja damit rechnen, dass du reingenommen wirst. Ja, ich dachte nicht, dass ich hier reinkomme. Ich bin in einem League-Game gewesen und habe mich dann hier reingesetzt. Ich kann eigentlich nichts. Okay, nice. Ja, aber ganz ehrlich, League zu spielen und dabei so gechillt zu sein, ist doch schon fast ein Talent, oder? Ja, das stimmt tatsächlich. Also das würde ich auch behaupten. Weltmeister im Karaoke singen, der Vorletzte. Okay. Finde ich ja wirklich gut. Wenn der Weltmeister ist, ist der wahrscheinlich wirklich gut. Hallo. Hi. Du bist der Weltmeister im Karaoke? Ja, tatsächlich. Oh, okay. Nice. Ist das das Mikrofon, was du gerade benutzt, mit dem du die Weltmeisterschaft gewonnen hast? Ja. Okay, gut. Wow, dann. Ich würde für euch I Want It That Way von den Backstreet Boys performen. Ja. Mhm. Okay, einen Moment noch. You are my fire, the one desire, believe. When I said I want it that way, tell me, are two words apart, can't reach to your heart. When you say I want it that way, tell me why ain't nothing but heartbreak. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire? You want desire? It's too late. I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Oh, I can see that they're falling apart. Machst du jetzt den ganzen Song auch? Weil, ja. Weltmeister? Ja, mach ruhig weiter. Ja, drauf. Weltmeister? Ja. Jetzt seid ihr. Joa. Genau, ja. Okay. Ich hoffe, es hat Bro, euch ich habe überhaupt keine Zweifel daran, dass du der Karaoke-Weltmeister bist. Mhm. Ja, okay. Also an der Performance kann man das auf jeden Fall schon direkt raushören. Das war richtig gut. Dankeschön. Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ich hoffe, ich kann dieses Jahr meinen Titel verteidigen. Vielleicht, ja. Bisher meine Chancen sehen gut aus. Sehr gut, das freut mich. Wie viele Leute machen mal mit bei der Weltmeisterschaft? Also ich mache mit. Ja. Mhm.
Letsugu. Ja, okay. Die Monte AI. Ja. Okay, ja. Die ist stark. Und das war's. Okay. Boah, also die Monte AI ich kriege die Daumen, dass du Top 3 schaffst, tatsächlich. Das ist auch mein Ziel. Also, das ist auch ein Top. Danke dir fürs Mitmachen. Danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ja, Nick, ey, ein Talent nach dem anderen. Ich weiß also, gar nicht, was ich noch was sagen heute soll. Los stark ist angefangen, stark nachgelassen, stark weitergemacht, mein Hör auf die Hater. Hör auf die Hater. Baller doch laut los. Okay, ich, pass auf, es ist halt noch nicht witzig genug, finde ich einfach. Deswegen, ich habe einen Witz. Okay. Und das Ding ist, bisher ist es ja wirklich immer so gewesen, wenn jemand einen Witz erzählt hat, dann musste man wirklich laut stark lachen. Weil solche Witze sind immer die... Oh, hallo. Hi. Genau, ja, du hast einen Witz. Soll ich ihn sagen? Ja. Gern. Wär gut. Was sagt ein Teller zum anderen Teller? Das Essen geht auf mich. Ah. Ja. War der nicht gut? Ja. Doch. Danke fürs Mitmachen. Danke. Bitte. Hast du noch einen oder war das der einzige? Das war der einzigste. Verstehe ich, natürlich, klar, der war ja auch gut. Dankeschön, bis zum nächsten Mal dann, ne? Gut, bis dann. Ciao. Gut, dann gucke ich wen. Wir haben hier ein, ich spiele Klarinette. Hallo. Du bist Thaddäus Tentakel? Hallo. Achso, hi. Hä? Ja. Hi, kann ich hören? Ja. Ja, also ich kann Klarinette spielen und ich würde es machen. Wäre gut, okay. Nice. Ja, das war super schön. Hab man wahrscheinlich wenig von gehört, aber. Die Geräuschunterdrückung also, war ganz gemein, wirklich. Sorry, die Geräuschunterdrückung hat ganz viel abgehakt. Ja, man, ich mag Klarinette total, aber ist bestimmt schwer zu spielen, oder? Geht. Sorry. Geht. Na gut. Nee, ich spiel seit 8 Jahren, deswegen geht's. Jo, okay. Okay. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Dankeschön, das war echt schön. Bis denn. Euch auch. Tschüss. Ciao. Die spielt seit 8 Jahren Klarinette, spielt wirklich gut und ich muss mir das Lachen verkneifen, weil die Geräuschunterdrückung, ich das so lustig finde. Ich kann das an nicht. An alle, die irgendwas Musikalisches machen in der Warteschlange, macht eure Geräuschunterdrückung aus. Ich werde euch überraschen. Okay. 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 Ich werde euch überraschen. Hallo. Hi. Hi jetzt. Hi. Wir müssen kurz die Kamera einschalten. Ja, gerne. Ja, klar. Wir sind extra hier für... Die Show ist wunderschön in Italien gekommen, nach Bruneck. Oh. Nee, das ist eine Lüge, wir wohnen hier. Ach so, oh, okay. Ja. Hey, chillig. Aber... Oh, mit wie tun die? Geil. Ich kann überraschen. Seht man mich? Ja. Okay. Yo! Backflip! Stark! Ja, kann ich auch. Ja, ich kann leider gar nicht, deswegen sorry. Ey, cool. Danke fürs Mein Kumpel kann backflippen. Danke, Jungs. Danke, viel Spaß euch noch. Ciao. Okay, das war funny. Das war cool. Ja, war natürlich. Cool. Kann der mit dem Reef-Tool, die kann natürlich nichts. Das ist natürlich klar, dass der kein Talent hatte. Aber der sah, die sahen beide sehr süß aus. Hm. Also so vom, also so nett süß. Eine heißt. Parkour. Oha. Parkour. Justin Timo. Sieht euch? Yo. Yes. Ja, hi, ich entschuldige mich schon mal, falls man ein bisschen DMCA-Musik im Hintergrund hört, weil hier chillen halt draußen noch andere Leute. Pass auf, ich stelle euch die Kamera einfach hin. Hört man mich noch? Ja. Ja. Alright, pass auf, ich fange erstmal. Man versteht dich gut. Alright. Oh, let him cook. Chat, let him cook. Yo. Oh, okay. Stark. Okay, cool. Cool. Ja. Alright. Machen wir mit einem kleinen Handstand weiter. Einfach ein bisschen für die Balance. Und weil ich weiß, dass Toni das noch nicht so krass drauf hat. Hey, bin Profi. Okay, krass. Stark. Richtig gut.
Stark. Wow. Stark. Yo! Strong. Sick. So. So ein Salto, ne? Gehört auch noch dazu. Classic. Sorry, ist mir gerade zu schnell aufeinander. Hier ist him. Kein Stress, lass dir Zeit. Hier ist him. Moment. Alright. Strong. So, und beim letzten, falls ich auf dem Arsch lande, passiert nichts. So, ich hoffe, man sieht noch alles. Yo. Ja. Yo! Crazy! Stark! Damn! Ja, das war krass. Alright. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht. Gerade auf Lager. Ja, war geil. War auf jeden Fall krasseste Talent so far heute. Yo, der war echt heftig, Alter. Du hast einfach alles gemacht, so. Alright. Gut. Danke fürs Mitmachen. Viel Spaß dir noch, ne? Jo, euch auch noch. Ciao. 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 Wow. Der hat sich bei dir als Mod beworben. Ja, der hat sich bei mir als Mod beworben. Die war auch richtig gut, diese Bewerbung. Die war richtig gut, Alter. Aber nein. Bis jetzt. Wir sind immer noch am Aussuchen, ja? Achso. Okay. Tylerus? Hallo? 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 Ja, hallo? Hört ihr mich? Hallo. Ja. Okay. Ja. Okay, krass. Also, wie geht's euch erstmal? Gut? Ja. Sehr gut. Wie geht's dir? Auch gut. Ich bin hier, um euch zu motivieren und ja, das ist mein Talent. Okay. Okay. Also, letztes Mal habe ich gesungen, also das war ja absolute Katastrophe, da hätte ich auch richtig ehrlich sein können, ne? Ah, stimmt, mhm. Ich erinnere mich. Ja. Mhm. Nee, bitte tu das nicht. Auf jeden Fall kann ich hier Musik anmachen, so. Ich habe auch extra geguckt, das ist so freie Musik von YouTube. Ja, wäre gut. Toni, du brauchst wahrscheinlich Motivation. Moment, ja, Stimmisolation draußen, ja, okay. Hört ihr alles? Ja. Okay, gut. Anyone who lives life without their means suffer from a lack of imagination. A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. Motivation ist das, was dich starten lässt. Gewohnheit ist das, was dich weitermachen lässt. Los! Niemand kann dir garantieren, dass du ein Ziel in einer bestimmten Zeit erreichst. Aber du wirst garantiert nie ein Ziel erreichen, das du dir nie gesetzt hast. Okay, Toni? Let's go. Nick, du bist jetzt dran. Sorge gut für deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Okay? Sehr, sehr wichtig. Keep going, keep moving on. Und fit zu sein ist kein Ziel, es ist eine Lebenshaltung. Over and out. Nice. Am Anfang habe ich kurz Angst gehabt, dass du einfach nur so Andrew Tate zitierst mit diesem englischen Part. Aber ich fühl mich sehr motiviert und ich fühle mich sehr gepusht. Wenn Andrew Tate zitiert mich. Ja. Hey, sorry. Stimmt, wenn das, dann ey, so. Ey, nee, mich hat das krass motiviert. Ich dachte, sehr Mike gut. O'Hearn hätte mich schon motiviert, aber nein, nach dieser Rede weiß ich einfach, mit meinem Körper besser umzugehen. Vielen Dank, kommt in meine WhatsApp-Gruppe und da geht's weiter. Oh, ach so. Ja. Okay. Top. Dann, ich wünsche dir noch einen chilligen. Danke, euch auch. Danke für den Motivationspush. Schön, dass du wieder dabei warst. Danke, freut mich auch und ciao. 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 Ihr müsst mich kicken. Nee, du musst jetzt gehen. Ja, ist, ja, ist ganz nicht unangenehm. Also, aufgehen, Tyler. Einfach raufklicken. Weil ich kann auch gar nichts machen. Ne? Ich habe hier keine Rechte. Ich kann ich warte nur ab. Ich warte wirklich nur hier in dem Moment. Ja. Für mich, ich bin da wirklich machtlos. Sorry. Ich bin das Opfer der ganzen Situation hier. Der eine heißt, er singt wie Elvis. Singe wie Elvis. Ich würde von Elvis Presley In the Ghetto singen. Wenn das bekannt ist. Klar, mach. Okay, ich kenn's, glaube ich, vielleicht, weiß ich nicht, aber wird schon passen. As a snow flies on the cold and gray Chicago mall, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, cause if there's one thing that she don't need, another hungry mouth to feed in the ghetto. Die Sprachaktivierung. People, don't you understand? A child needs a helping hand. I hear you got to be an angrier man someday. Take a look at you and me.
Are we too blind to see? We'll simply turn our heads and look the other way. While the world turns, and the hung little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Tony? Then one night in desperation, a young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As the crowd gathers round, angry, a man face down on the street with a gun in his hand in the ghetto. Elvis? Ja? Boah, das war. Also, du kannst hier jetzt schon mal unterbrechen. Ja. Warum? Warte, wieso singst du wie ein Child in Chat und sprichst wie ein Frosch? Ass? Entschuldigung? Das war wirklich gut. Das ist eine wirklich, wirklich also, schöne Stimmfarbe. Wirklich. Ich kann so tiefer singen. Kannst du. Also. Also das Ding es war wirklich krass. Es war so krass, der Chat hat geschrieben, es ist fake. Und daran siehst du halt. Das ist doch kein Fake! Dann halt ohne Musik. Also Snowflies. Das ist doch kein Fake, meine Güte, ey. Bitte? Hallo? Ey, das war wirklich, du hast wirklich eine geile Stimme, Real Talk, wirklich gut. Ja, ich bin jetzt seit über einem Jahr in so einer komischen Sing-App, StarMaker oder sowas in der Art, da habe ich halt immer geübt zu singen. Okay. Das? Geil. Und wie finden das so deine, also mit deinen Nachbarn? Da meine Nachbarn Schlagzeug spielen, dürfen die sich nicht beschweren. Nee, okay, das ist legit, das ist valid. Hast du gewonnen eigentlich? Wenn du das selber aushalten kannst, dann kannst du jeden Scheiß bei dir machen. Naja, also die App sagt zumindest, dass ich scheinbar gut bin, weil 1,4 tausend Leute folgen mir da. Wow! Wow! Okay. Also ich fand's auch gut. Für mich eine richtig schöne Stimme einfach. Hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Mhm. Oh, danke. Ja, danke, dass ihr mich reingelassen habt. Ja, viel Erfolg noch in deiner Karriere, ja? Ja. Ciao! 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 Kini, wir müssen den Leuten vorher sagen, dass sie ihre Sprachreduzierung runterdrehen können. Wirklich, sie können so gut singen. Wirklich, die. Nix, Dogs. Wir können so. Wirklich, da schwöre ich, es könnte fucking Sia bei uns im Ding sein, wenn diese Sprachaktivierung so 2 Sekunden Pause zwischendrin macht. Das, ich kann das, stimmt, das nicht. Das stimmt. Das ist also, mein. Das hört sich dumm an, aber das ist mein Humor. Das ist wie YouTube-Kacke für mich, dazu zu hören. Das ist nicht gut. Kai Stuntman! Kais? Hallo? Der Echte! Bist du's? Ja. Ich pack's nicht. Ich bin es. Aber jetzt draußen. Oh mein Gott. Aber hast du deinen Kumpel mitgebracht? Der liegt in der Badewanne gerade. Okay. Okay. Joinst du ihn später noch? Wie bitte? Was können wir jetzt heute erwarten, habe ich gefragt? Ich spring von der Schaukel ungefähr. Da. Warte, Bro, bist du sicher? Geht das fit? Ja. Okay. Ja, ja, schon. Hey. Tschüss. Darf ich aber auch versuchen? Oh nein. Oh Mann. Ja. Okay. Der Typ hat Crocs an. Er hat sie ausgezogen. Jetzt hat er gar keine Schuhe mehr an. Ja, so wie das ein guter Stuntman halt macht, ne? Ja. Oh nee, also der wird immer höher. Okay, er nimmt noch höher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Alter, oh noch. Oh mein Gott, Nick. Was macht er? Was macht. Ja, ja, ja. Er lebt, er ist nicht tot. Sehr gut. Hat man's gesehen? Hat man gesehen. Ja. Okay. Ja, du hast auf jeden Fall noch eine Schippe draufgelegt. Also das war nochmal was ganz anderes, ja. Ja. Das ist schwer sein. Also. Ja, war sehr geil. Danke, dass du mitgemacht hast, ne? Ja, hat mich gefreut. Top, dann dir noch einen schönen Tag. Euch auch noch, ne? Danke. Ciao. Ciao. Weißt du, was das Gute ist? Es ist nicht wie bei der letzten Talentshow, wo er noch 4-mal versucht hat, es nochmal zu machen. Den Arm nochmal neu verletzt. Ja. Und er literally einen Verband am Arm hatte das letzte Mal. Von daher. Man sieht aber auch, dass hier also die Talentshow auch wirklich was gebracht hat bei ihm. Ne? Also er hat wirklich danach gedacht, okay, wie kann ich mein Talent noch weiter ausbauen? Wie kann ich noch mehr üben? Eine Entwicklung. Eine große Entwicklung, ja.
Da macht, hat jemand Cases, Toni. CSGO oder was? Will da jetzt jemand ein Pack-Opening machen? Move den mal rein. Kiko? Moin, hallo. Du willst jetzt einfach Packs öffnen? Ja, ich habe 2 Cases gekauft, genau. Geil, ja dann, let's go. Ja, Nick meinte, ich bekomme 10.000, wenn ich ein Gold ziehe. Easy, das mache ich jetzt einfach. Stimmt nicht, habe ich nie gesagt. Ach so, scheiße, ja, dann mein Gott, ich ziehe jetzt trotzdem Gold. Okay, seid ihr ready? Okay. Mhm. Okay, jetzt Gold. Ja, ich meinte nächstes Schade. Case dann, weil in dem Case, nächstes weiß nicht, okay. war einfach nicht, ja. Okay, mhm. Das ist ja wohl das jetzt. Ja, ja, in natürlich. Dem wird es sein. Mhm. Anderes habe ich ja nicht mehr, leider. Hey, das ist doch nicht schlecht. Ja, also, das ist ja auch fast Gold. Nee, das ist fast Gold. Ja, okay. Ist ja dieselbe Farbe fast. Mhm. Bist du jetzt zufrieden oder eher unzufrieden? Ja, nee, also 5 Euro wasted. Gut. Schade, schade. Ja, es tut mir halt weh, weil ich bin nicht so reich wie Nick, aber... Ach so. Aber was soll man machen? Okay, alles klar. Das ist doof. Ja, ich gebe halt mein Geld lieber für Manga aus als für Cases. Ja, guck mal, mit 15.000 hättest du dir einfach schon ein Blue Gem irgendwas holen können. Das ist krass. Irgendein Blue Gem. Das ist krass. Ich sag so, wie es ist, eure Investments geben sich da jetzt, also nehmen sich da jetzt nicht so super viel. Aber ich danke dir, dass du dabei warst. Und ja, nächstes Mal. Die einfach. zwei Cases für uns geöffnet. Es war wirklich sehr, ja. War toll. Ja. Ja, danke. Gut. Okay. Also, ja, dann ciao, ne? Ciao. Gecko, ciao. Tschüss. Ah, hi. So, hi. Hallo? Dein Mic funktioniert. Moin. Ja, wie ihr ja vorhin schon gelesen habt, kann ich 1 Liter Wasser als Zorro trinken. Ja. Das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Okay. Gerne. Mhm. Oh, krass. Ja, da ist der Kimono von Zorro. Krass. Okay. Dann trinke ich jetzt einfach mal. Ist das überhaupt Wasser? Das sieht aus wie Cola. Ah. Ach, nee, das ist so eine Eis. So eine. Ah, okay. Gut, dann viel Erfolg. Okay. Denk an nichts Witziges jetzt, okay? Was, wie schnell? Stark. What the fuck? Wie schnell ging das auf einmal? Ja gut, ich habe tatsächlich noch ein zweites Talent. Und zwar bin ich der Meister der Pranks. Denn waren tatsächlich keine 1 Liter, sondern nur 840 Milliliter. Boah, wow, Trollolol. Das kann nicht sein. Oh, he got us, Chad, he got us. Oh mein Gott, ich war mir so sicher, dass das 1 Liter war. Ich hab's auch mit dem Auge abgemessen und es sah auch aus wie 1 Liter, ne? Ja. Krass. Ja, da hast du das echt auch so. Also du hast genau das gemacht, was ich erwartet habe, dass du machst. Und ich fand's toll. Ich fand's auch toll. Danke dir, dass du dabei warst. Dankeschön. Weißt du, was das Geile an diesem Zuschauer war? Der war so vom Charakter her, hatte der sein Charakter war ein Reef-Zuschauer, aber sein Look war ein Neek-Zuschauer. Ja, der war so ein bisschen gemixt. Das ist interessant. Ja, der war wirklich ein Mix. Ihr werdet weinen vor Lachen. Hallo? Ja, hallo. Ich habe 2 Witze. Okay. Und du meinst, dass wir von den Witzen weinen werden, weil die so witzig sind? Ja, ganz genau. Okay. Also stellt euch mal vor, ist halt in einem Urwald und ihr habt ein Gewehr mit einem Schuss und euch umzingeln jetzt ein Löwe, ein Jaguar und eine Schlange. Welches von den Tieren werdet ihr erschießen, dass ihr noch überlebt? Was waren die nochmal? Eine Schlange? Ein Löwe und ein Jaguar. Also, wenn man da logisch rangeht, dann den Löwen. Ja. Also das ist auch die richtige Antwort. Also ich würde auch natürlich den Löwen erschießen, in den Jaguar einsteigen und mit dem Jaguar vor der Schlange wegfahren. Ja. Versteht ihr? Ja, habe ich verstanden.
Ist das jetzt der Punkt, an dem wir weinen, oder kommt der noch? ich werde weinen. Der zweite Witz ist, ihr müsst bei jedem Mal, wenn ich kaufe, sagen K sagen. Oh. Ja? Ich kaufe Tomaten. Ich kaufe Tomaten. Ich kaufe Tomaten. Ich kaufe Mehl. Ich kaufe Mehl. Ja. Ich hab verkackt. Kackt. Ach so. Ja. Okay. Ja, geil. Dankeschön. Ich hab fast wirklich geweint. Ich auch. Ja. War knapp. Super. Dann ich danke dir, dass du dabei warst, ne? War mega. Ja, gucken wir mal, ob die Legehenne. Legehenne. So, da bist du ja. Mein Talent ist, ich kann Schach spielen. Ja. Und das machst du jetzt? Nö. Das war eine richtige Bereicherung. Also so, Leute, würde ich gerne fragen nochmal, ob der Nico der Reviewer war. Einfach nur so. Ja. Ich würde es einfach gerne einmal noch wissen. Ah. Hallo! Hi! Was geht? Alles gut? Nice Brille. Ich danke. Top. Was machst du jetzt? Also ich kann eigentlich gar nichts. Also ich trage nichts. Schmuck und man erklärt Ring. Alles. Oh, gut. Yes. Ja. Nice. Ja. Netto Krokoboss. Ja. Ich grüß meinen Chef Philo. Philo ist dein Chef? Naja, ich mache ja die Clips, oder? Und ich bin Mord. Oh, das erklärt auch noch so mehr. Viel. Ja, das erklärt auch. Ich verstehe auf einmal so viel. Warum hast du so eine scheiß Schwimmbrille auf? Warum nicht? Okay, gut. Das stimmt schon, Nick. Don't judge anderen Leuten seinen Style. Es Badge. Ein Ausnahmetalent. Ey, danke, dass du da warst. Wirklich. Mach nochmal Badges. Mach nochmal Badges. Ja, ist es. Ja, ey, danke, dass du da warst. Kein Ding. Ciao. Ciao. Ja, ey, Leak. Also fandest du das jetzt, war jetzt deutlich, dass es ein Zuschauer von mir war? Fandest du, es war deutlich? Es war deutlicher, dass er bei Philo Mott ist, fand ich. Das passt schon gut. Philo passt schon sehr gut, ja. Dann darfst du jetzt gern wieder. Ja, wir brauchen mal wieder irgendjemand mit Talent, wirklich. Da ist eine, die ist einfach Schweizerin. Flayer, in Klammern Schweizerin. Okay, das will ich auch. Also, mal hören. Die Schweizerin? Ja. Können wir die Schweizerin? Okay. Ja. Hallo. Du bist Schweiz. Schweizerin, genau. Ja. Und was ist dein Talent? Ich kann einen Witz erzählen. Okay. Gut. Okay. Einen Moment bitte. Ja. Ja. Chat, warum schreibt ihr Witzli? Also, der Fritzli und seine Großmutter gehen im Wald spazieren. Dann sagt der Fritzli, schau mal, ein Eichhörnli. Wo denn, fragt die Große. Schon weg, sagt der Fritzli. Nach ein paar Metern sagt er wieder, schau mal, ein Eichhörnli. Wo denn, fragt die Große. Wieder schon weg, sagt der Fritzli. Das nächste Mal müssen wir ab früher schlagen, sagt die Große. Nach einer Weile ruft der Fritzli wieder, schau, ein Eichhörnli. Wo denn, fragt die Große. Der Fritzli antwortet, ja warte, es kommt bald. Ja, das ja. Ah, ja. Ja, boah, krass. Hab ich. Okay. Ja, sehr gut. War gut, oder? Danke dir. Gut. Bitte. Hast du sie am Ende verstanden? Ich hab's gefühlt, was sie gesagt hat am Ende. Ich fand's auch gut. Urguter Witz. Hi. Cartman? Ja, hallo? Okay, doch. Hey, warte mal. Mom! Scheiße! Ist gut. Ah, fuck, Mann. Scheiße. Habt ihr so einen halbstarken Juden rumlaufen sehen? Nee. Scheiße, fuck, ich muss Kyle suchen. Ist mega gut, ey, ich danke dir. Digga, die Imitation ist sick. Nein, Beats, böse Beats.
Mein Frikassee. Ich frage mich, wie du rausgefunden hast, dass du das Talent hast. Ach, ich weiß nicht. So ein Monat, zwei. Aber wie hast du es rausgefunden? Ach so, ja, keine Ahnung. Ich habe einfach gemacht. Nice. Okay. Wer fällt Karten mit? Bis zum nächsten Mal, ja? Jo, ciao, haut rein. Ciao, rein. Ich finde es geil, wenn da jemand reinkommt, aber so ein Witz bringt, wo wir beide kurz Angst haben, aber gebannt zu werden. Ey, wirklich, das war wieder also. Nee, war fein, war nichts bei. Nee, war nichts. Wie hast du es rausgefunden? 1 bis 2 Monate. Hier sagt jemand, dass er Revis Vater ist. Ich weiß auch nicht. Hi. Hallo. Du bist Revis Vater? Vielleicht. Wie, vielleicht? Ja, ich mag ihn halt nicht so. Den Vater oder Revi? Revi. Das war's? Oder kommt noch was? Ja, ich hab ein Talent. Welches denn? Okay. Dann, ich kann gut mit dem Mund furzen. Und ich hab sehr gute Lineups in CSGO. Mach das, also ich will ja nicht nichts davon sehen wollen, aber das war nice, dass du dabei warst. Mach kurz den Furz. Okay. What the fuck? Das war ja richtig Durchfall. Mach das nochmal kurz. Warte kurz. Okay. Boah, alles klar. Dankeschön, ne? Kein Problem. Also, ciao. Tschüss. Ciao. Ach du Kacke. Ich glaube, das war zu real, Nick. Der hatte keine Cam an, aus anderen Gründen, Alter. Ich schwöre, der hat sich wirklich in die Schüssel daneben gestellt gerade. True. Oh mein Gott. Okay, lass uns mal jemand raussuchen, der wirklich was kann jetzt kurz.